In Quickborn hat sich am Mittwochmittag ein schwerer Unfall ereignet. Bei Bauarbeiten an einem Wohnhaus in der Schulstraße ist ein Dachdecker nach ersten Polizeiangaben etwa 5 Meter in die Tiefe gestürzt und hat sich dabei schwer verletzt. Einsatzkräfte der Feuerwehr haben den Mann mit einer Drehleiter aus dem Haus befreien können, bevor er mit einem Rettungshubschrauber in ein nahegelegenes Krankenhaus geflogen wurde.